Mama, dürfen Anna und ich zum Skatepark? Aber Anna kann doch da nicht skaten. Nein, aber da gibt's neue Sachen. Man kann sich einen Fahrradparcours aufbauen. Das will ich Anna zeigen. Aha, okay. Ich fahre mit meinem Fahrrad. Und ich mit dem Laufrad. Na gut, ihr könnt gehen. Aber Anna, du musst an der Straße gut aufpassen und schön auf Lena hören. Und Lena, du lässt Anna nicht alleine, okay? Machen wir! Helm nicht vergessen, Anna. Wo ist denn mein Helm? Der liegt auch hier. So, prima. Dann viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, Lukas. John ist auch hier. Hallo, wollt ihr auch mitfahren? Ja, ich will mit Anna einen Fahrradparcours aufbauen. Cool, dann mache ich auch gern mit. Ich auch. Aber ich muss mich erst kurz ausruhen. Oh, Lena, schau mal, die süßen Ziegen. Die will ich füttern. Hier hat es Gras. Ich dachte, wir bauen ein Parcours auf. Machen wir auch gleich. Gleich danach. Jetzt bauen wir den Parcours. Wir machen auch mit. Gut, dort hinten liegen die Sachen. Wir könnten um die Hütchen herumfahren. Und vielleicht über das Brett balancieren. Dazu müssen wir erstmal die Paletten auseinanderziehen. Und jetzt können wir den Balken hinlegen. Ich stelle die Hütchen auf. Aber das ist für Anna zu hoch. Es ist besser, wenn wir die obere Palette wegnehmen. Das wird schwierig genug. Ja, so ist es besser. Ich fahre gleich eine Runde. Ja! Erst um die Hütchen. Dann hier hinten hoch. Jetzt die Treppen hinunter. Dann auf die Palette. Und jetzt über den Balken. Oh, das ist ganz schön schwierig. Ah, der Balken rutscht weg. Puh, fast wäre ich runtergefallen. Jetzt wir! Oh, ich habe das letzte Hütchen umgefahren. Ich habe dich überholt. Stau an der Treppe. Zum Glück sind die Treppenstufen nicht so hoch. Aber aufpassen muss man trotzdem. Über den Balken zu fahren ist wirklich schwierig. Ah, ich bin abgestürzt. Hast du dir wehgetan? Nein, alles okay. Cool, ich kann schon bei den Großen mitfahren. Oh nein, ich bin auch abgestürzt. Der Balken ist schwieriger, als ich dachte. Jetzt komme ich. Also ich fand den Balken leicht. Ja, mit einem Laufrad ist es auch einfacher, weil du dich mit den Füßen abstützen kannst. Ich will noch mal die Ziegen füttern. Oh, die wollen mein Gras gar nicht. Sie sind wohl schon satt. Hey, kommt mal. Wir könnten uns aus den restlichen Sachen noch eine Wippe bauen. Gute Idee, eine Wippe ist vielleicht nicht so schwierig wie der Balken. Ja, das Brett ist doch breiter. Ich probiere die Wippe gleich mal aus. Okay. Das ist cool. Jetzt ich. Und dann ich. Hey, mein Eis. Hoppla. Was ist denn das für ein Chaot? Oh nein. Kennt ihr den? Das ist Ziggy, mein Nachbar. Ist schon in der 7. Klasse. Der hat immer eine Riesenklappe und kommt sich so cool und wichtig vor. Aber ihr braucht keine Angst vor ihm zu haben. Hey, lass das. Das ist unser Parcours. Parcours? Das ist doch eine Witzstrecke für kleine Kinder mit Laufrad. Sowas fahre ich freihändig und esse nebenher noch Chips. Du glaubst ja selber nicht, was du da erzählst. Hä? Wo sind denn meine Chips? Hier, Sigi. Mann, gib die Tüte her. Das sind meine. Die esse ich allein. Ich wollte sie ja gar nicht essen. Ich zeig euch jetzt mal, wie man hier Fahrrad fährt. Du solltest aber einen Helm aufziehen. Helm brauche ich doch keinen. So, und jetzt passt auf. Ich mache jetzt einen coolen Sprung. Ich nenne ihn den Super Sigi. Ui! Oh oh. Er hätte besser einen Helm aufgezogen.
Geht weg, ihr doofen Ziegen. Weg von meinen Chips. Autsch. Mist. Oh, Sigi haut ab. Besser Angeber, Sigi. Oder noch besser, Angeber Ziegi. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.